Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. So, wir gehen zurück in den Dungeon. Wie im letzten Part versprochen. Na, bitte? Ja, geht ja. Schauen wir, dass wir noch ein paar Items kriegen. Und dann hoffe ich, dass wir beim nächsten Mal, wenn Tag ist, dass wir dann vernünftig. Hoppala! Okay, das hat lustig ausgeschaut. Dass wir beim nächsten Mal, wenn Tag ist, ordentlich Geld machen. So. So, zack. Zack. Sehr gut. Und nächster Raum. Oha. Zack. Okay, das lief sehr gut. Hätte ich nicht gedacht. Zack, zack. Au. Au. Ja. Geht ja. Ein bisschen schwermütig, aber geht. Okay, und dann hier rüber. Zack. Hallo. So, da sind wir wieder. Das ging gut. Ja, den können wir nicht brauchen. Darunter. Der ist fertig. Passt. Komm. Jawohl. Und hin ist er. Sehr gut. Boah. Der hat schöne Sachen gedroppt. Ich freue mich wirklich schon auf den Handel nächstes Mal. Also, wow, das wird cool. Passt, der ist auch erledigt. Da haben wir wieder eine Nachricht, sehe ich gerade. Was steht denn da? Dieser Dungeon sieht aus, als wäre er früher friedlich gewesen. Jetzt ist er ein Friedhof voller Steinwächter, die nur darauf warten, dass Plünderer vorbeiziehen. Ja, genau. Schön. So. Nächstes Abteil. Ist das jetzt Stufe 2 schon oder 3? Stufe 2, Gott sei Dank. Gut. War ich noch nicht schwitzen, wollte ich gerade sagen. Boah, das war, glaube ich, knapp jetzt. Nein! Zack, zack. Jetzt haben wir. So. Du explodierst schon wieder, gell? Habe ich das Gefühl. So, den hätten wir auch. Haha, nix erwischt, nix erwischt. Was haben wir denn da? Jawohl. Hermitage-Zeug. Da müssen wir kurz glubschen. Flucheffekt des angrenzenden Blockes aufgehoben. Bla bla, würde ich sagen. So, und was haben wir da? Zerstört bei Rückkehr diesen Gegenstand. Kommt überhaupt nicht in die Tüte. So. Zack, der hat nichts drin. Gut, da würde ich sagen. Zuerst hier lang. Wow, du Bastard. Boah. Ha, den haben wir es gezeigt. Der hat es auch schon abbekommen. Sehr gut, meine Nase juckt. Ah. So. Zack, zack. Und zack. Zack. Ist das auch ein Fluch? Ja. Flucheffekte, Flucheffekte, Flucheffekte. Aufgehoben, aufgehoben, aufgehoben. Dann würde ich sagen, zack, tauschen wir mal die beiden. Und Flucheffekt ist blockiert. Wird blockiert. Blockiert, ja, passt schon. Gut. Nicht aufgehoben, sondern blockiert. Ist ja auch nicht schlecht, glaube ich. Na, kommt's ne, ja. Sehr gut. Zack, und zack. Zack, zack. Und zack, zack. Aua. Das war nicht schlau. Oh nein, nein, nein. Das war völlig. Ja. Das war eine Abkürzung. Vor allem, ich war nur neugierig, ob da was ist, ne? Baum, baum, baum. Oh. Na komm. Ja, Doofi. So. Wow. Also, der hat jetzt gedroppt. Das war jetzt echt nicht schlecht. Das war jetzt wirklich nicht schlecht. So, nächster Raum. Ah, jetzt sind wir hier. Ich schau nochmal. Steht da was gescheites?
Heute wurde mir wortwörtlich Steine in den Weg gelegt. Das kennen wir schon. Tschüssi. So, nächste weg. Truhe Hammer. So, nächste weg. So, einmal anhauen bitte. Oh, oder auch nicht. Wow. Okay, ich sehe schon. Ihr seid nervig. Wow. Du sowieso. Bist Viech. So, wow. Haha, das geht auch. Lustig. So, her mit den Items. Schön anhauen. So, ist fein. Trottel, echt. So. Zack, das wollte ich eigentlich zusammenschlagen. Mach mal nachher. Okay. Was haben wir hier? Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand. Ja, das geht aber überhaupt nicht, Schatzi. Ich fürchte, der Zweig... Hoppala. Der Zweig muss wieder dran glauben, fürchte ich. Zack. Einmal verschrotten. Ich brauche Platz, sehe ich gerade. Kann man denn da... Hey, da kann man ihn stapeln. Ist hier genug Platz? Was ist denn los? Was ist denn los hier? Du tust da nichts zerstören. Kapisch? So. Ja. Sollte man eigentlich wieder ein Portal stellen? Ich hab schon befürchtet, dass da was ist. Wartet, ich sauf mal was. So, jetzt haben wir Platz. Scheiße. Wir haben kein Geld mehr. Wir sind eigentlich recht voll, ne? Wir haben recht wertvolle Sachen dabei. Was ist hier? Flucheffekt eines angrenzenden Gegenstands wird blockiert. Okay. Ich glaube, wir hauen ab. Hä? War da was? Na, das war nur wir, ne? Ich glaube, wir hauen ab. Das letzte Geld, was wir noch haben. Boah, das ist jetzt echt scheißlich. Hätten wir müssen wertvolle Sachen hergeben, dass wir noch rausporten können. Und jetzt müssen wir... Boah. Also jetzt müssen wir unbedingt Handel treiben. Puh, ist finster? Ja, scheißlich. Es ist Nacht, das ist schlecht. Ist aber egal, wir werden einfach schlafen gehen. Das müsste eigentlich auch passen. So, halt, was mache ich denn da? Das will ich natürlich nicht verkaufen, ich Pfosten. Das können wir aber schon mal hinlegen. Streng senkt das Bierchen auch. Da muss ich mal schauen. So. Zack, zack, was da noch Platz hat, ne? Nehmen wir die ganzen 5er Stacks mit und 10er Stacks. Gut, da geht nichts mehr. Was haben wir da noch drin? Da machen wir noch voll zuerst. So, dann gehen wir noch ein paar Tränke machen. Mal schauen, was man eigentlich für den doppelten, also für den größeren Trank braucht. Ob man da zweimal das rote braucht oder also das Gelee, ne? Oder vielleicht ein anderes, andere Farbe. Tränke. Tatsächlich, wir benötigen ein anderes Ding. Also wahrscheinlich von einem anderen Dungeon. Egal. Was? Wir müssen dafür bezahlen auch noch? Ui, okay. Ja, natürlich müssen wir bezahlen. Scheiße, ich kann gar nichts machen. Dann müssen wir sparen. Okay. Falsche Tür. So. Falsche Tür. Gut, wir müssen jetzt leider Handel machen. Also es geht nicht anders. Ich schau mal, was haben wir denn hier drinnen? Voll, voll, voll. Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Das glaube ich, ja, das können wir sich auch. Das und das für die Helden. Halten. Das. Das ist nicht voll, das nehmen wir mit. Das lassen wir, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Na, ist das 5 okay? Ich glaube, ne? Ich weiß gar nicht, ob das ein 10er wird. Ich glaube nicht. Okay, zack. Preis überprüfen. Mit 500 fangen wir da mal an. 6 sind in Ordnung. 400 wissen wir noch nicht. 400 ist in Ordnung. Machen wir 450. So. Gut. Preis da unten, weil dann können wir mal gleich starten, nämlich, ne? Mit 6 sind wir da zufrieden. Das passt. 2500 wissen wir noch nicht. 25, okay. Passt immer auch voll. So, da gehen wir mal eine Runde pennen. Ja.
Was? Ich bin in der Früh? Ach, scheiße. Ja, was? Ja, nee. Ich schau mal aus. Ja, ist in Ordnung. Kann man lassen. Ist in Ordnung, kann man lassen. Dann gehen wir es wieder an. So. Die Tische sind gefüllt. Sail. Was können wir da reinschmeißen bei Sail? Die Zweige. Ich würde sagen, das mal. Und von mir aus, weil es eh nicht viel wert ist, das von mir aus auch. So. Dann haben sie da auch mal was drin, die Leute. So. Und das erste, was reinkommt, ist natürlich ein Dieb. Der wartet jetzt schon seit 4-5 Tagen drauf, dass er uns endlich wieder was klauen kann. Ist ja unglaublich, oder? Ist wirklich unglaublich. Nicht zu fassen. Aber nicht mit uns, Freund. Schleicht. Mein Besen kriegst du nicht. So. So, die Herrschaften. Bitteschön, bedienen Sie sich. Ja, das ist ja glücklich. Und da kommt er schon. Vielen Dank. Ja, sie mag das. Also er mag das Buch. Super. Da gibt es jetzt ordentlich Katsching. Danke. Ja, da geht es weg wie warme Semmeln. Vielen Dank für den Einkauf. Danke Ihnen. Wir tun natürlich gleich befüllen wieder. Du machst gleich kontrollieren. Ne? 100 ist für Sie ein okay. 150 war es nicht, da waren 125. Wieder richtig? Ja. Und hier. Entschuldigung. Aha, da können wir, glaube ich. Na. Ja. So vielleicht. Okay. Dann da unten können wir noch was lauflegen. Du mal was lauflegen. So. 110 scheint okay. Ich bin jetzt mutig und bin mit 112. 130. Ich bin mutig und probiere es auch mit 132. Was haben wir hier? Da wissen wir noch nichts. Und da bin ich auch mutig und probiere es mit 27. So. Della. Wow, der hat es genommen. Ich will das haben, bitte, Gnädige. Ja, gerne. Die Schnäppchen sind. Ui, da ist er zornig mit dem Besen. Das mit dem Besen scheint ihm nicht gefallen zu haben, glaube ich. Gehen wir mal auf 400. Ups. Bei Sale können wir hier was reinhauen, das ist alles weggehen. Hey, was sind das da für komische Meldungen? Geh weg da. Schleich dich. So. Geht ja. So, da kaufen sie schon brav. Wir tun wieder. So, ne? Ausstellen. 300 ist. Gut, da werden wir auf 325 gehen. 25 werden wir 27 machen. Danke für den Einkauf. Dankeschön. Ui, da werden die Sachen gern genommen. Super. So. Und so. Ah, da können wir noch was nehmen. Ich würde sagen, das da. 100 ist gut, dann würde ich sagen 125 und hier 160, okay, dann würde ich hier sagen, das ist eine knappe Partie, würde ich sagen 170 vielleicht, das scheint richtig, 50, okay, da können wir auch noch experimentieren, ich sag mal 60, lilili, so. Danke für den Einkauf. Ui, 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 ui. Hab dich. Du Gauner. Schleicht, ich wollte gerade sagen, da ist schon lange kein Gauner mehr gewesen. Und dann ist er schon da. Das geht so schnell. 300, okay, machen wir 350. So. Ich käme schon, ich käme schon. Danke für den Einkauf. Ui, der Besen gefällt ihm immer noch nicht scheinbar. Er ist immer noch sauer. Wollen wir es mal mit 300. Ups. 110. Ja, würde ich sagen, probieren wir es auch mit 112. Ah, da freut er sich, der Trank, den nimmt er mit. Danke für den Einkauf. Da freuen sie sich alle, das ist schön.
Dann können wir nochmal ein Tränke leihen. Habe ich damit vielleicht einen anderen Preis gewählt gehabt? Weil, wollte ich nicht mutig sein? Weiß ich gar nicht. Mehr, ja. Und da? 300. 325. So. Bin schon da. Danke für den Einkauf. Danke für den Einkauf. Der ist immer noch zu unzufrieden mit Besen. Der will echt einen Besen kaufen, ist denkst. Okay. Na, eben verdrückt. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So, das einmal. Das einmal. 200. So. 230 ist ihm okay. Ich würde sagen, machen wir mal 270. So. Jawohl, da freuen sie sich alle. Dam, dam. Dam, 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 dam. Es geht alles weg wie warme Semmeln, ey. Voll cool. Danke schön, danke schön, danke schön. Danke schön. Ich muss Sachen holen, glaube ich, von hinten, vom Lager. So. 25, da wollte ich doch 27 machen, oder? 27, ich komme gleich, ich muss sofort hin nach hinten. Ich muss sofort was holen gehen. So. Das können wir nehmen, das können wir nehmen. Das können wir nehmen. Das und das können wir nehmen, das und das. Das hier und das hier und das hier und das da. Das geht auch. Das wird gehen, das wird gehen, das. Das wird gehen. Das wird gehen, das wird gehen. Ich glaube, das lassen wir mal. Bin schon wieder da, bin schon wieder da, bin schon wieder da. Aber ich glaube, die sind jetzt eh alle schon weg, oder? Zack, zack. Dann würde ich sagen, das hier und das da. So, und die Preise checken. 100 ist ein guter Preis, dann können wir lassen. Wir könnten es noch mit 111 probieren. Was haben wir da? Freizeit. 100 ist ihm zu teuer. Dann würde ich sagen, probieren wir es mal mit 50, oder? Na, 80. Dann hier 100, was genau? Dann sind wir hier bei 110. 400, passt gut, sind wir bei 450. Ja, das dürfte hinkommen. So, da oben. Zack. Wie schaut es mit dem Besen aus? Da wissen wir noch nichts. 110, dann muss ich hier noch auf 100 runter. Dann haben wir das nochmal auch. So, Entschuldigung. Ah, ich dachte, ich muss niesen. Ah, nix da. So, du Dieb. Na? Verbrecher. Was können wir bei Sale noch reinschmeißen? Ich würde sagen, das hier, das hier, das hier und das hier. Na, du Verbrecher. Ich muss kurz aufpassen. Hab dich. So. Zack. Und zack. Jetzt muss ich kurz nochmal die Preise checken. Da können wir auch auf 60, 100. Da wollte ich auf 111. Schauen, ob es geht. Dankeschön. Was? Was war da? Noch ein Verbrecher. Ah, ist schon finster. Okay. Ist schon vorbei für heute. 110. Da würde ich gern 112 probieren. Ja, da freut sie sich. Wow, die Bücher gekauft. Ich habe damals schön Geld verdient. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Dankeschön. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Aber wir hatten auch ganz schöne Materialien, muss man sagen. So, wie schaut die Bilanz für heute Abend aus? Bis zum heutigen Abend. Ja, die Sales-Sachen haben natürlich nicht so viel gebracht, aber da gebe ich jetzt auch keine wertvollen Dinge rein. Immerhin 190. Ja, das passt auch. 24.364 Goldmünzen haben wir heute gemacht. Das ist schön. Ich glaube, wir haben jetzt auch genügend Geld, dass wir uns erlauben dürften. Da will ich auch mit dem Preis rauf auf 80. Ja, 85 glaube ich passt. Was wollte ich sagen? Ich möchte gerne
wieder was fürs Geschäft kaufen. Zuerst einmal bunkern wir das alles wieder. So. Fürs Geschäft. Ich möchte was fürs Geschäft. La li la lam dam dam. Für, also die Stadt. Für die Stadt hilft uns gar nichts momentan, ne? Weil die haben wir schon, die Händler. Da fehlt uns nur mehr einer. Also können wir für uns was nehmen. Erhalten einen Rabatt von 60. Boah. Na, da würde mir vielleicht das Bettchen gut gefallen. Zusätzlicher Platz für deine Gegenstände brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Das Bettchen würde mir gut gefallen. Dam, da, dam. Bam, ba, ra. Ja, nehmen wir's. Ja, bitte. Katsching. Und auf einen Schlag wieder pleite. So muss das ausschauen. So, dann noch Tränke brauen. Das müsste sich jetzt auch rentieren. Was kann ich für dich tun, mein lieber Herr? So, ich möchte bitte gerne Tränke. Dann sind wir da pleite, ne? Ich glaube, wir machen nur 15. Weil ich brauche noch ein bisschen Geld für den Dungeon, ne? Das dürfte sich ausgehen. Ja. Danke. So, dann gehen wir wieder dahin. Zack, zack. Und rein mit dem Klumpert. Zack, zack, zack. Wir haben 5 Bast, das reicht. So, dann brechen wir wieder auf, ne? Zack. Dam, dam. Zack, zack, zack. Hü, hüpf, hüpf. Hü, hüpf, hüpf, hüpf. So. Vielleicht dürfen wir uns ja auch schon erdreisten mit dem Dämmenstern jetzt machen. Vielleicht klappt das ja sogar schon, dass wir Stufe 3 jetzt von diesem Dungeon bewältigen könnten. Vielleicht. Wir haben ja schon ein paar Gegner Stufe 3 gesehen und auch besiegt. Könnte vielleicht was werden. Werden wir sehen. Da. So geht es nicht. Ui. Hab ich dich. Hab ich dich. So, da haben wir ein Skelett. Halt, das gehört mir. Das gehört mir. Das gehört mir. Kann ich das holen? Nein. Scheiße. Zack. Oh. Was denn das? Kaputte Keule. Kaputte Keule. Keule, die nicht mehr länger repariert werden kann. Schön. Schön. Ich hoffe, wir verrecken nicht. Ich möchte die gerne behalten. Was haben wir denn hier drin? Passt nicht, Buggy. Das ist schön. So, danke schön. Zack. Aber nichts Besonderes. Zack, zack, zack. Und weiter geht's. Ah! Also, da war nur die Kiste, ne? Da unten ist nichts, oder? Jui! Nein. Also, da haben wir nur diesen Raum. Wenn man die kaputt macht, passiert auch nichts, oder? Da ist mir noch nie irgendwas dabei rausgekommen. Ja, wir brauchen das noch nicht. Hurra! So. Und zack. 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 Hör auf, da mit mir zu tun. Ist Viech. So, zack. Zack, zack. Zack. Ich mag unsere neue Waffe. Die ist gut. Oh ja. Das war wieder gekonnt. Dam, dam. Ram, bam, bam. Zack, mach kaputt. Ja, sehr brav. Ram, bam, bam, bam. Zack, zack, zack. Einmal noch. Jawohl. Sehr gut gemacht. Upf. Und zack. So muss das ausschauen. Das war elegant, oder? Zack. Zack, zack, zack. Können wir, wenn wir da runterpurzeln? Nein, nix. Okay, war nur eine Abkürzung. So. Zack, zack, zack. So. Ein gepflegtes Bad. Ui, platsch. Und zack, weiter geht's. Zack, der ist erledigt.
Und zack, der ist auch erledigt. Wow. Nein, meine Materialien. Meine Materialien. Die sind runtergefallen. Ui. Schauen wir mal, ob wir da was reißen. Nein. Ja, das ist alles Versuch. Versuch macht klug. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Zack. Blub, blub, blub. Hui. Blub. So, sehr gut. Und auf in die nächste Etage. Etage. Dumm. La, 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 la. So. Servus. Zack. Wow. Das ist schon wieder so ein Würstelsierer. Na, was willst denn du? Ja, komm ein Stückchen näher. Das wäre mir auch sehr recht. Zack. Ach, Käse. Ah, jetzt aber. Geht ja. Bam. Barara. Hoppala. Das wollte ich gerade nicht. Voll runtergefallen. Ja, Gott sei Dank. Den brauche ich jetzt. So, und weiter. Ups. Ja, ja. Das war... warum habe ich die falsche Waffe ausgerüstet? Die falsche Waffe? Die falsche Waffe? Geht ja. Wow! So, fertig? Gott sei Dank. Warum war jetzt die falsche Waffe ausgerüstet? Ich habe keine Ahnung. Ui! Ja, ja, das war klar. Dass mit der jetzt genau jetzt gefangen nimmt, ne? Du bist Viech. Da, verrecke. So, nochmal. So. Zack. Puh, das war jetzt keine Glanzleistung. Wieso bin ich da jetzt rein? Ich wollte noch gar nicht Stufe 3. Das war jetzt da einfach Tür rein und gut ist. Ich sag mal was. Das könnte durchaus jetzt ins Auge gehen. Oder auch nicht. Goldene Kiste. Oh, eine böse goldene Kiste. Alter. Aua. Au! Bist du deppert? Au! Okay. Die schmeißt mir Geld, kann das sein? So! Wow! Wie viele Tränke waren das jetzt? Ausreichend. Gleich wieder voll machen, unser Dingens. Cool. Okay, das hat sich ausgezahlt. Nein! Komm, greif nochmal an. So, jetzt kriegen wir dich, oder? Ja. Ist der explodiert, genau. Ist wieder so ein Explodiertypi. Ah, Stufe 4 Gegner. Puh. Okay, das ist jetzt schon ungut ein bisschen. So, schnell looten. Gegenstand geht kaputt, wenn du zu viele Treffer erzielst. Okay. Dann werden wir keine Treffer uns mehr erlauben, oder? Können wir da irgendwas stapeln? Nichts, gell? Dann wäre es besser, hier vielleicht ein Portal zu stellen. Glaube ich. Dann können wir uns nochmal ein bisschen umschauen. Bitte, einmal. Ja, bitte. Ist zwar ein bisschen eine teure Angelegenheit, aber ich möchte das, was wir haben, gerne in Sicherheit bringen. Hui! Außerdem ist der Part auch zu Ende. Da könnte man theoretisch wieder in der Stadt den Part beenden. Jo. Verkaufen zahlt es jetzt gerade nicht aus noch. Wir haben noch ein bisschen zu wenig, glaube ich. Zeugs. So, zack, 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 zack. Habe ich schon zack gesagt? Na, den Trank wollte ich behalten. Sind ja nur 3. So. Wobei,
Jawohl, einmal müssen wir noch. Wir haben noch genug Geld, dass wir uns rausporten können. Einmal müssen wir noch. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. BS. Ich sehe gerade, das Schlafen bringt jetzt echt was. Schaut mal, von 50 zusätzlichen Lebenspunkten haben wir jetzt 100 und scheinbar noch einen Rüstungsschild. Also einen Schutz, also für einmal schlagen wahrscheinlich oder so. Das ist cool. Das ist echt cool. Das wollte ich noch sagen. Also dann, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.